Aber die Auflösung stimmt bei dir immer noch nicht. Die war's nicht. Aber das ist mir egal. Ah, ich bin drauf. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch. Billy, das ist nicht fair. So, ich hab mich für ein Bier entschieden. Ja, ich auch. Beziehungsweise ich trinke gerade einen Energy Drink, weil im Rewe gab's die Monster Energy Drinks. Für 1 Euro, ja. Für 1 Euro. Genau, ich hab mir auch eingekauft. Statt für 1,69. Also fast halber Preis. Das ist voll günstig. Habe ich mir erstmal fast 10 Stück oder so. Keine Ahnung, habe alles mögliche in meinen Korb reingeschmissen. So, dann Prost. Weil 1,69 finde ich immer ganz schön happig. Mhm. Obwohl ich die Monster sowieso nicht so gerne mag. Aber ich liebe die. Lieber die Magic Man, der gute billige. Ja, Magic Man würde ich auch nehmen, aber den gibt's bei unserem Rewe fast nie. Er ist echt? Immer ausverkauft. Oder halt der Relentless. Den mag ich überhaupt nicht. Der übernimmt gerade bei mir den Rewe. Aber sonst Monsterstand steht jetzt Relentless und die Monster-Angebotspalette steht irgendwo mitten auf dem Flur. Ich weiß nicht, ob die loswerden wollen. Das würde mich jedenfalls sehr enttäuschen. Ich mag die eigentlich total gerne und witzigerweise auch noch den ohne Zucker, der schmeckt so gut. Ich finde die ganzen Monster-Sachen sind bappig süß einfach. Ja, aber der Monster Zero schmeckt total gut. Ich hab zwischenzeitlich immer diesen Rockstar probiert, aber der geht auch gar nicht. Nee, geht überhaupt nicht. Billy, baust du mit mir Burg, bis Emi da ist? Ey, dann atme ich mal ein. Achso, stimmt. Das wäre schlau. Ich habe jetzt überlegt, hier ist die ganze Packung Ballaballas einfach leer. Was zur Hölle ist da? Was ist denn den Wald? Nicht Ballaballa? Nee. Warte mal, ich schick's dir. Ich mag das Internet. Guckt der Stream jetzt weniger? Nein. Nee. Nein, kann ich. Die ist so 2 FPS Action. Davon haben der Max und ich uns diverse Päckchen gekauft. Warte, ich muss mein Enter-Skript ändern. Hier ausmachen. Zack. Wo denn? Bei WhatsApp. Ach, bei WhatsApp. Ja. Da kann man ja so am leichtesten Bilder verschicken. Ja, das stimmt. Kann ich jetzt da wieder mein Ento-Makro anmachen? Ballaballa, was? Bild, wo? Aber irgendwie guck dir mal Makro Express an, das ist auch für umsonst. Das ist ziemlich gut. Das Team nannte, Laser Explosion. Das nannte ich dir doch sogar. Achso. Aber das ist nicht free eigentlich. Achso? Bisher schon. Okay. Weil ich habe das früher immer extrem viel benutzt und richtig gewaltige Makros mitgeschrieben. Teilweise fast Bots. Okay. Aber. Ach, die Dinger, ja, die kenne ich, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die so heißen. Davon haben wir diverse Packungen gekauft. Macht Platz! Ein Platz! Bitte! Bitte! Wenn du jetzt auch noch vor mir drauf kommst, dann werde ich böse langsam. Das sind jetzt schon, glaube ich, 20 Minuten. 25, weiß ich auch nicht. Das ist wertvolle Zeit, hallo? Ja, wie kommt's denn, dass du hier bist? Meine Freundin ist bei ihrer Tante und ist den ganzen Abend da. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich nach Hause. Du musst morgen wieder zurück. Ja, morgen Mittag irgendwann. Ich muss morgen früh schon wieder zum Tierarzt. Gucken wir uns den Hobbit an. Yay! Hey, good money. Das kostet nur günstige 13,50 Euro pro Karte. Was? Ich bin drauf. Ich bin auch drauf. Emi und du? Ich bin was? Drauf. In der gleichen Sekunde drauf gekommen. Okay. Herr Batzex. Noch nicht inviten. Oh, wehe, das klappt jetzt wieder nicht, weil der hängt bei mir jetzt wieder bei Receiving Mission File 0 von 0. Das hatte ich schon mal. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Musste ich neu connecten und das war die Hölle. Ich sitz das jetzt aus. Ich hab keinen Bock nochmal zu connecten. Wir sind in dir.
Wieso bist du schon da? Nachher hat er mir uns den gleichen Platz gegeben und ich bin gar nicht echt drauf. Das wäre total witzig. Leaving Data. Das 0 von 0 weg, jetzt habe ich eine Fehlermeldung. Wie heißt du, Max? Wie immer. Ach stimmt, leider bist du noch nicht der Liste. Nur Schrott wieder zur Auswahl. Dann nehme ich wieder den Anzugmann. Anzugmann. Oh, ich glaube, mein Enter-Script hat mich in Opfer einsortiert. Yay! Aber ich kann das ja, glaube ich, noch ändern, ohne zu disconnecten. Sascha, wie kommt man in den Bunker rein? Ja, kannst du. Bei mir läufst du permanent gegen die Wand. Rote Kette, rote Kette. Ja, ich hab auch rote Kette. Den Bunker kommt man hier. Oh nein, das ist wirklich buggy bei mir. Ah, jetzt geht's. Ach, da. Ja, da wollte ich dir noch diese Wand vorstellen, die draußen steht jetzt. Dann kommt man nämlich nicht mehr rein. Welchen Job hast du genommen? Hallo. Ich bin Field Technician. Wow, hast echt viel. Übrigens, der Commander kann anscheinend doch noch einen Job. Aber Commander sehe ich hier, glaube ich, gar nicht. Ja, ich habe wohl Glück. Man sollte einfach mal alle Classes durchtesten. Gibt ja auch noch lustige Sachen, die dann doch können. Weil, was Sascha konnte als Commander, war, er konnte Leichen verbuddeln. Habe ich gesehen, ja. Hab ich angekriegt. Genau. Ich hatte das auch bei einem. Ich hatte Blue 4 gespielt. Ja. Dem konnte ich auch Leichen verbuddeln. Ich war auch Blue 4, hatte aber eine andere Class. Und die konnte es halt nicht an der gleichen Leiche vorher probiert gehabt. Ja, versuch es mal, weil das ist eigentlich cool. Weil Leichen verbuddeln hier so als Straßensperrmann ist nicht schlecht. Ja. Generell, um wenn man Stuff hat, mal ein bisschen den anderen Mist loszuwerden. Ja, dann bin ich jetzt Priest. Nützt ja nichts. Vielleicht kannst du damit auch beerdigen. Sehr witzig, aber nur auf Wiese. Da will ich aber noch so eine Melodie dazu haben. Genau. Invite. Invite, please. Inf. Niemand, please. Das Invite. Habt ihr auch mitgekriegt, was das Beste war, was der Schneemann schon gedroppt hat? Hab ich noch nicht.